Arbeitskreisleiter des Internationalen Controllervereins in Estland. Herr Kitzmann, gerade ist die Controlling im Baltikum Fachtagung zu Ende gegangen mit Teilnehmern aus Estland, Litauen, Russland und Deutschland. Was führt so eine internationale Gemeinschaft zusammen? Zum einen Teilnehmer aus vier Ländern, das heißt aber hier, das sind fünf Kulturkreise, der estnische Kulturkreis, litauische Kulturkreis, deutsche Kulturkreis, aber wir haben in Russland, haben wir Moskau und wir haben Kaliningrad. Das sind also zwei Kulturkreise. Was führt die zusammen? Das ist die regionale Zugehörigkeit im Baltikum als Schnittstelle zwischen Russland, großem Russland, großem Deutschland, Europa, Osten. Dadurch hat man im Baltikum ähnliche Probleme. Ähnliche Probleme, die trotzdem multikulturell angegangen werden müssen. Welche Rolle muss dabei der internationale Controllerverein spielen oder kann der Controllerverein dabei spielen? Der internationale Controllerverein hat bewusst die Internationalität herausgestellt und ich denke, es ist erforderlich, dass regionale Arbeitskreise, im weitesten Sinne regionale Arbeitskreise, wesentlich stärker zusammenarbeiten müssen und sich nicht nur auf Regionalkongressen treffen sollten. Dabei spielt ja der Erfahrungsaustausch eine zentrale Rolle. Was können denn die Controller in westlichen Ländern, insbesondere von den estnischen Controllern, lernen? Das Wesentliche ist natürlich die multikulturelle Ausgelegung, die in Estland, besonders in Estland, zu sehen ist. Die anderen Sachen, anderen Aspekte, man macht sich in Estland sehr viele Gedanken, analytische Gedanken um die Situation und wohin geht die Zukunft. Und das ist ein Schwerpunkt, ein deutlicher Schwerpunkt, da können die im Westen, nicht nur im Westen etwas von lernen, auch in anderen Staaten. Die Dynamik in Estland in den letzten 15 Jahren, selbst heute in der Wirtschaftskrise, ist eine Dynamik zu sehen, nicht nach unten, sondern nach oben. Und die liegt im Besonderen bei den Kleinunternehmen, bei den Kleinstunternehmen, die eine große Rolle spielen in der Wirtschaft. Und die Aufgabe des Controllers ist hierbei sehr entscheidend, weil er dadurch auch sehr, sehr nah am Business ist und nicht in einer entfernten Abrechnungsstube sitzt. Controlling in kleinen Unternehmen stellt sich immer die Frage, ist dann ein Controller im Unternehmen vor Ort oder wie ist das in Estland geregelt? Es gibt mehrere Modelle in Estland. Die Controlling-Aufgaben werden sehr häufig von anderen Leuten mit übernommen, sei es den Finanzleiter, sei es den Buchhalter, aber auch es werden externe Leute hinzugezogen. Es gibt Unternehmensberatungen, die Controlling-Service anbieten, die nicht die traditionellen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind. Herr Kitzmann, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute als Arbeitskreisleiter des Internationalen Controllervereins in Estland.